Das Spannende bei Georg Büchner ist, dass er kein Klassiker ist. Er ist 200 Jahre alt geworden gerade, aber er ist immer noch jung, 20 Jahre jung, 23 Jahre jung. Das ist das Alter, in dem er gestorben ist. Und aufregenderweise ist seine Sprache, sind seine Werke immer noch voller Aktualität. Das ist brennend zum Teil sogar. Was ist das, was in uns lügt, mordet, hurt, stiehlt? Das sind Sätze, die, wo wir einfach sagen müssen, der ist von uns, von unserer Zeit. Und dann war da natürlich die große Herausforderung, wie stellt man eben Literatur aus? Hier in der Ausstellung ist es auf mehrfache Weise gelöst. Das eine ist natürlich, dass das Wort ausgestellt wird, aber durchaus auch in der Konfrontation mit Bildern. Das heißt, wir haben eben nicht nur Dinge, die sich ergänzen, sondern auch die sich konterkarieren. Wir haben vor allem all diese ganzen Werke, die Büchner gesehen hat. Denn das Faszinierende ist, die Werke, die Büchner im Schlossmuseum Darmstadt gesehen hat, damals 1830 begutachtet und wirklich beurteilt mit seinem Freund Alexis Mouton, die sind alle auf uns gekommen. Und wir können hier in der Ausstellung fantastische Beispiele zeigen, zum Beispiel die Jünger aus Emmaus, die eben tatsächlich auch in Werken vorkommen, bei Lenz beispielsweise, und die eben hier an der Wand hängen. Das sind genau die Bilder, die Büchner gesehen hat. Die Ausstellung räumt auch mit einigen Legenden auf. Eine der größten ist, dass es sich um ein schmales Werk bei Büchner handelt. Das ist eben natürlich nicht so, weil wenn man alles zusammennimmt, eben die literarischen Schriften, die politischen, die philosophischen, naturwissenschaftlichen, das ist eine ungeheure Bandbreite an Aktivitäten, die dieser Mann eben in nur 23 Jahren entfacht hat. Wenn Sie denken, was Wagner und andere Jubilare dieses Jahres, Verdi und so weiter, zu dieser Zeit selbst Kierkegaard fertiggebracht haben, dann ist das sozusagen so gut wie nichts. Die Ausstellung Georg Büchner, Revolutionär mit Feder und Skalpell, will nicht weniger als den ganzen Büchner darstellen. Nicht nur den Revolutionär Büchner, nicht nur den Schriftsteller Büchner, sondern natürlich auch den Naturwissenschaftler und Philosophen, denn er war ein Anatom, er hat Fische seziert, er hat eine Dissertation geschrieben in seinem kurzen Leben, philosophische Vorlesungen, und all das führt die Ausstellung sinnlich vor Augen, indem sie beispielsweise Automaten zeigt, von denen er sich eben im Denken abgrenzt, also das kartesianische Denken, das Denken von Descartes, wo der Mensch eben eigentlich wirklich nur noch ein Automat ist und ein funktionsfähiges Element. Und er sagt eben, alles, was da ist, ist ohne Zweck da. Wir sind für uns selbst, wir sind uns schon selbst Zweck. Und das ist etwas ganz Wesentliches, eine starke Botschaft, die auch bis heute gilt.
Thank you.